Produktionskontrolle bei Schattdekor in der Türkei. 100.000 Tonnen Dekorpapier stellt das deutsche Familienunternehmen jährlich her. Hauptabnehmer sind große Möbelhersteller. Sie beschichten damit Schränke, Tische und Stühle. Seit 2011 produziert die Firma im Istanbuler Stadtteil Gebze. Geschäftsführer Robert Wuga war von Anfang an dabei und hat das Werk mit aufgebaut. Wir sind hart am Wind, nah am Markt, nah beim Kunden. Dadurch haben wir Servicevorteile. Standort Türkei als Brückenkopf zwischen Europa und Nahost. Jahrelang ging es aufwärts mit der Wirtschaft. Seit vergangenem Jahr jedoch knickt sie ein. Ein Korruptionsskandal erschüttert die Regierung und verunsichert die Unternehmen. Polizisten auf den wichtigsten Plätzen des Landes erinnern an die Proteste. Inzwischen ziehen internationale Investoren ihr Geld aus dem Land ab. Die türkische Währung Lira war zeitweise im freien Fall im Vergleich zu Euro und Dollar. Vor allem Firmen, die viel Importe haben und in Währungen, in Devisen bezahlen müssen, betrifft es unwahrscheinlich. Es gibt zwar ein paar Sicherungsmaßnahmen in der Zollabwicklung, aber grundsätzlich werden die Waren, die sind benötigt für Produktionen oder andere Dinge, einfach teurer. Noch kann der Geschäftsführer nicht abschätzen, wie hoch die Umsatzeinbußen dieses Mal werden könnten. Schon im Sommer hatten sich seine Kunden eine Zeit lang zurückgehalten, eine Folge der Proteste vom Gezi-Park. Mittelfristig werden wir somit wahrscheinlich keine Umsatzeinbußen bekommen, aber wir werden also in Turbulenzen fliegen, ja. Trotz allem, die Firma produziert weiter. Zumindest beim Export bekommt Schattdekor Rückenwind durch die billige Lira. Schon heute geht jede 10. Papierrolle aus diesem Werk ins Ausland. Künftig will das Unternehmen den Exportanteil weiter steigern und den Nahen Osten und Afrika von der Türkei aus beliefern.